Noch vor Sonnenaufgang kommen die ersten Bauern samt Treckern in Berlin an. Einige von ihnen sind sogar aus dem Ruhrgebiet angereist, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Und viele haben Rechenbeispiele dabei. Allein für meinen kleinen Betrieb, einfach nur ein Beispiel, ich habe 80 Milchkühe. Für mich ist das eine Mehrbelastung im Jahr von 10.000 Euro. Ja, und das ist absolut nicht hinnehmbar. Heiß diskutiert wird vor allem die geplante Streichung von Dieselzuschüssen. Bisher kriegen Bäuerinnen und Bauern knapp 21 Cent pro Liter zurückerstattet. Außerdem waren Landwirte bisher von der Kfz-Steuer für Traktoren und Co. befreit, weil sie kaum auf Straßen fahren. Doch auch solche Vergünstigungen sollen nun wegfallen, um das Loch im Bundeshaushalt 2024 zu stopfen. Der Deutsche Bauernverband schätzt, dass so eine Mehrbelastung von 1 Milliarde Euro auf Landwirtschaftsbetriebe zukommt. Ökonomen halten das in Summe aber für verkraftbar, die Entscheidung für richtig. Diese Subventionierung des Agrardiesels war seit Jahren im Grunde eine der klarsten Subventionen, von denen man sagen kann, die haben keine Berechtigung, die sind sogar kontraproduktiv und schädlich. Und es ist ökologisch falsch gewesen. Aus Sicht der Verbraucher werde es zum Beispiel bei den Lebensmittelpreisen kaum Änderungen geben, so Ökonomen, da die Preise ohnehin gerade wieder sinken. Dennoch, für viele Bauern steht fest: Wir werden so lange wieder nach Berlin kommen, bis das zurückgenommen ist. Tausende Demonstranten werden heute in Berlin erwartet. Sie wollen den geplanten Wegfall der Agrarsubventionen nicht so einfach hinnehmen.